Gott, muss ich noch irgendwas drücken, weil ich bin jetzt im Nein. Menü ganz normal. Okay. Nein. Ich muss drücken, weil ich aus bin. Also Sachen CDU, Schrägstrich CSU, ist ja eigentlich eine Scheiße SPD. zusammen, ne? Stimme ich Ja, dir ich weiß. zu. SPD ist wieder so grenzwertig mittlerweile. Früher war es mal Nee, ich besser, weiß nicht. Die aber sind mir so mittlerweile ist alt. so. Die sind mir beide so alt eingesessen. Das sind Naja. lauter so alte Rentner. Ich will seit 50 Jahren nichts anderes stimmen bei, wo ich mir denke, sorry to state it like this, aber du rippst eh in 1 bis 3 Jahren ab und bis dahin ist es eh scheißegal, was die gemacht haben für dich. Nämlich gar nichts wahrscheinlich. Na, CDU und SPD sind so alles alteingesessene und wir wollen mehr Ich Junge für die bin eine alten Jagd mit Wähler Kopfgeld. und Davon bla kann ich und viel ja. Kaufspielzeug kaufen. Ich bin ein Fan davon. Ich weiß gar nicht mal, wo das mal gesagt worden ist. Ich glaube, vielleicht bei Deutschland 3000 oder so. Ich fände es ganz nett, wenn es eine Wahlobergrenze gäbe vom Alter her. Ab Ja. 75 oder ab 80 ist Ruhe mit Wählen. Dann gibt es nichts mehr für dich. Ich würde sogar rundrundert machen. Ich würde sagen 60, 65, das Ende. Ja, ich Und meine, wenn die Leute im Rentner. auch du darfst auch nicht mehr zu alt in einer Partei sein, also und dich aufstellen Ja. lassen. Das finde ich Ja. auch unverschämt. Dass ein Ja, Siebzigjähriger immer noch Politik macht und gewählt werden kann und du, lass ihn einen Herzinfarkt haben und der nippelt ab und dann ist Ende, ne? gut, mit dem Herzinfarkt muss das ja, so muss man das ja jetzt ja nicht unbedingt ausdrücken, ne? Du weißt, wie ich es Aber meine. Die können ja, abnippeln aber und dann ist Ende. für die gibt es nichts mehr zu holen. Also die haben das, Der was da letzte politisch für Schrei. die passiert, spätestens dann, wenn die in der Rente sind, ist scheißegal. Ja. Das hat für die keine Relevanz. So sehe ich das. Oh, okay. Wenn Tod mich jetzt sehen könnte. Ich meine, die können gerne noch irgendwie als Ehrenmitglied eben dann. Oh, ich habe gerade Ethereum aus einer Kiste aus dem Schrank einfach bekommen. Mitglied sein und da noch Geld in die Partei stecken, wenn sie unbedingt der Meinung sind, sie müssten das tun. Aber ich glaube, wenn Leute Geld nicht mehr wo reinstecken müssen, ohne sinnvollen Gegendingens wie ich habe noch ein Wahlrecht oder ich krieg da monatlich was von dafür, eine Mütze vielleicht oder so, weiß ich nicht. Werden die wahrscheinlich eh austreten, weil dann bezahlen sie Geld für was, von dem sie nichts haben. Na. Und das ist vor allen Dingen in der älteren Generation, sind die nicht so die Fans davon, glaube ich. Außer so Leute, die sich gerne über den Tisch ziehen lassen, wie du kriegst eine E-Mail von einer afrikanischen Tante, die behauptet, sie heiratet dich, du musst ihr nur Geld schicken. Na. Aber, guck mal, wenn du jetzt mal so guckst, was wählst du denn? Oder wen wählst du denn? Wie alt sind die? Die sind alle über 50. Die haben keine Realität mehr zur Jugend. Wollen Kein Bezug aber, mehr, ja. ja, die wollen halt immer sagen, ey, junge Leute, wählt uns. Denkst du, ja, aber ihr geht nicht auf die Sachen ein. Sorry, ich war in Shops drück nochmal. Und das finde ich halt ein bisschen, ja, scheiße. Sorry, drück nochmal, ich war in einem Ja, Shop. ich hab's gehört. Das dauert nur immer ein bisschen, bis man da ist und das Ganze auswählt. Aber es sind mehrere Menüs, wo man sich Ach durchdrücken so, muss. okay. Ich hab's aber, Durchdrücken. ja, ich hab's aber schon gehört, keine Sorge. Bis wir gesehen, unten rechts. Nice! Ey, Alter, spiel mal Minecraft. Und die Schlange, ne? Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich eigentlich nur Rentner vor mir. Eigentlich gar nicht, war relativ wenig. Ich denke, viele haben auch Briefwahl gemacht. Weiß nicht, also bei uns waren auch, also vor mir waren auch so, Ich weiß wollte nicht, auch Briefwahl. 6, 7 Leute, ich musste schon so ein paar Minuten warten, aber ich hatte jetzt keinen Bock irgendwie wählen und dann Fahrrad fahren. Oder Fahrradfahren wählen und dann was anderes machen, das war mir alles zu hickhack. Dann habe ich das vorhin einfach in Ruhe gemacht. Ich wollte eigentlich auch Briefwahl, Wenn ihr aber den hab's verschissen, das 23-Jährigen Band zu erreicht, tragen und das lässt muss sie aber halt euch rein. eine Woche vorher machen, ne? Na, nix, ja, toll, jetzt muss ich halt dahin. Katagawa rührt sich nicht. Er muss noch sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Er heult wahrscheinlich irgendwo in einem Warum laden die Fondue Texturen World wieder so Pool komisch oder was rein? auch immer sein So, Ding ist. geht doch. Superfan! Oh, ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einem Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Was möchte der Autor uns damit sagen? Keine Ahnung. Ah, mit Q wechselt man den Platz, wenn man alleine ist. Sitzplatz bestätigen. Ah, okay. Tausch zum. Ach, Tab gedrückt halten dann. Ah, okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie das funktioniert. Ja, aber hey, ich bin nach vorne gesprungen und du hast gar nichts gemacht. Doch, ich bin oben raus. Nein, bist du gar nicht.
Doch, hast du gar nichts gemacht. Mach nochmal. Hast du Tab gedrückt halten, oder was? Ja. Ja, jetzt bin ich einfach hochgeklettert und du bist... Du sitzt mein Auto ist leer! Bei mir... Das Auto ist... Ich sitz vorne drin! Das Auto ist leer! Und ich mein Charakter klettert oben raus. Du bist nicht da, weil dir dein Name bewegt sich. Jetzt ist deine Waffe. Schön, dich zu sehen. Man sieht deine Waffe. Aber nichts sonst. I'm a ghost in a shell. Yes. Let's go. Was denn? Move! Erstmal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Nächste links. Knapp. So, weiter. Nein. Geradeaus. Weiter. Ja, ja, ich muss nächste, das, ich kann, ja. Nächste rechts. Und wieder nächste rechts. Ich wollte gerade sagen, gib Vollgas. Junge, hey, Feuerball! Jetzt ist dein Hund da, aber deine Waffe du bist nicht da. Deine Waffe schwebt einfach in der Gegend rum. Die Jagd beginnt. Oh, Kyro! Ey. Ich hab den Schlüssel einfach Kyro. Kryo meinst du? Keine Ahnung, irgendwas, was richtig geil ist. Hier ist, das ist grau, das hier ist ein Podcast. Achso. Du bist nicht. Eine schwebende Waffe. Du bist die Waffe. Ah, neues Charaktermodell. Wie neues Charaktermodell? Ja, du bist die Waffe. Dein Charaktermodell ist die Waffe. Wow. Hier, also ich bin Saitama. So gesehen. Keine Ahnung. Ja, weil One Punch Man Pumpe. Oh. Mein Dogo hat einen rechten Arm und das rechte Bein von dem Typ weggesnackt. Ist nice. Oh, da seid ihr ja. Klasse. Zero, lass sie rein. Zero? Sie sind hier, Kumpel. Mach die Tür auf. Zero ist nicht da? Na toll. Dann lass ich euch selbst rein, weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht. Trying to connect to server. Und dann failed to connect to server. Und schließt mal Teams. Und er ist raus mit. Oder hast du ja, habe ich schon zwei, dreimal gemacht. Er sagt, Connection lost. Aber ich bin noch auf dem Server und ein paar andere sind auch auf dem Server. Also. Sind noch zwei andere auf dem Server. Läuft? Was läuft das denn? Wer ist dafür zuständig? I don't know. Also der Server läuft noch. Ja, aber das ist merkwürdig. Welcome read first. Speak. Discord feedback, wo ist das? Als Notlösung machen wir jetzt über Steam Calls, ja. Audioqualität ist ja nicht so schlecht, sag ich jetzt mal. Microphone muted. Microphone activated. Mal kurz die Meldung kopieren.
Ja, es knackt ein bisschen beim Sprechen, also wenn du sprichst. Ja, bei dir auch, aber ich denke, das ist halt die Connection von jetzt Steam. Bin ich wieder, jetzt bin ich wieder drauf. Ja, wow, okay. Dann hier. User joined your channel. Dann machen wir das hier einfach wieder aus und dann... Ja, wow. Ich check, ich wollte gerade... Wenn er sagte, Connection lost, na, dann ist es ja nicht der Server so gesehen, ne, sondern einfach dein Internet, wo nicht connecten kann. Ja, aber meine Internetverbindung funktioniert ja sonst. Ich bin im Spiel, Webseiten haben geladen. Ja, Malte, hab ich doch auch öfters, dass ich DC und mein Internet funktioniert noch. Hab ich doch auch. Das ist eine scheiß Vodafone-Leitung, das ist ein Problem. Wow, er hat jetzt den Proof, dass er es auch hat und sagt immer noch Vodafone. Das ist das erste Mal passiert. Ja, aber jetzt siehst du mal, wie das ist. Internet funktioniert und alles. Ne? Und Ingame auch. Nur TS halt nicht. Und so ist es immer bei mir. Weil ich habe kein Internet-DC, ich habe nur ein Teamspeak-DC. Mehr nicht. Ja. Aber du fliegst dann immer, also ich meine, kriegst du das mit, dass nichts ankommt und fliegst dann raus und bist dann sofort wieder drin? Ich krieg das mit, weil ich habe unten rechts, kann ich bei Teamspeak einstellen, dass mir der Ping eingezählt wird und der schnellt in die Höhe, dann kriege ich mein DC, denkst du, ja, okay, warte ich 2 Sekunden, dann verbindet er automatisch wieder. Hab ich alles eingestellt. Wo steht denn die, wo kann ich die Anzeige denn einstellen? Machst du Rechtsklick auf, da wo dein Log oder dein Chat ist, ne? Und dann schaust du zum Beispiel, warte. Ah, also klickst unten rechts, relativ unten, weit rechts, unten rechts, beim Teamspeak-Fenster, machst einfach Rechtsklick und dann kannst du Show Nickname, Show Identity, Show Ping und Connection Quality. Und ich hab halt, Identity an, Ping und Connection. Und dann sehe ich immer, ne? Connected as, dann mein Nickname und mein Ping. Und wenn der halt in die Höhe schnellt, und so kann ich auch sagen, ah, ich habe einen High Ping oder nicht, und so muss ich, weil. Was? Sonst muss ich immer bei Client Connection gucken, also rechtsklick auf deinen eigenen Namen und dann Client Connection Info, und dann siehst du da deinen Ping. Aber wenn du das so aktivierst, dann brauchst du das gar nicht aufrufen, weil du es ja unten rechts schon siehst. Ja, da steht jetzt 23 Millisekunden. Was heißt denn die 1,0 dahinter oder 0,6 steht da jetzt? Weißt du nicht, ne? Plus, minus, das musst du dazu rechnen. Also du hast 23 plus, minus irgendwas. Ja, okay. Und was, was MS bedeutet, muss ich nicht erklären. Mikrofon? Mikrosex? Kleinweich? Ja. Und umso geringer der Ping, umso besser natürlich. Nice! Ist mir schon klar. Nein, ja, viele wissen das nicht. 60 Millisekunden eine Sekunde oder 100? 60? 100, glaube ich. Nee, warte. Millisekunden wird doch in 100 angegeben, glaube ich. Stimmt, ja, hast recht, ja. Also 100 Millisekunden hast du eine Sekunde. Es ist voll dumm. Ja. Das ist voll dumm. Wir sind aber trotzdem immer noch besser wie die Amis mit ihren Feet und Miles und alles, ne? Ja, die Amis sind ja auch die Einzigen, die den Scheiß benutzen. Ja, alle benutzen metrisch. Selbst das äußere Land hinter Mond. Aquarium, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo Zero steckt. Die Amis sind wie das Special Feet. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP, voller Zugang. Oh, tut mir leid, Sir. Wow, ein echter Kammerjäger. Sofort, Sir. Halt, ka-ching! Oh, Essen. Mach die scheiß Tür auf! Willkommen bei Atlas. Es wurde alles neu aufgebaut. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du's hier riechst. Sieht sicher toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei. Ich denke immer, dass das Gegner sind, will die alle abballern. Aber dein Freund Zero schafft das. Was zum... What the... Verteidigungskommando Zentrale. Oh nein. Eindringling! Alle Truppen in den Hof! Wo zur Hölle steckt Zero? Der ist gelandet und schon tot. Ja. Bam! Der zerfletzt seinen Eissplitter. Haha. Ballern, was das Zeug hält, Junge. Ohne die Geschütze sind wir Zielscheiben. Wir dürfen Atlas nicht verlieren. Bin
bin ich jetzt eigentlich wieder da bei dir oder bin ich immer nur noch meine Waffe? Nein, nein, du bist immer noch nur Waffe. Ja. Wow. Wenn ich den Waffenmodus wechsle, dann habe ich einen größeren Zoom. Muss aber einzeln schießen. Aua, 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 irgendwas macht riesen Schaden. Stones! Was habe ich? Ach, die haben so Electric Bowls, da stand ich drin. Ah, so. Ich hab dich gefressen. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Boah, Junge, hier geht die Party ab. Das ist geil. Dieses Mal aber nicht drauf. Hast du was falsch gekriegt? Zero ist dir in den Rücken gefallen. Wie fühlt sich das an, Reese? Schnauze, Katagawa! Zero würde mich nie hintergehen. Bravo, Junge. Im FPS-Modus ist grün immer irgendwie grau. Ich verstehe nicht warum. Ich verstehe das, du bist der Hund eigentlich und die Waffe ist dein Perk. Nein, 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 Zeros Loyalität steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Maliwon rauszukicken. Würdest du jetzt streamen, würde ich das gerne mal sehen, aber egal. Oh, da bist du nicht gefallen. Da ist uns nichts gefallen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Achso. Erstmal Skill von verteilen. Oh yeah. Ich würde sonst einen Streamer machen, aber kein Bock, das kannst du nicht so rumfluchen. Muss ich nicht. Warum, hä? Warum? Was? Oh, verdammt, null Hunde. Solange ihre Fächer aktiv sind, können wir die Geschütze nicht neu starten. Schalte sie aus. Da war er jetzt. Wow. Wir brauchen diese Geschütze. Beeilung, Kammerjäger. Naja, lass mich erstmal looten. Party hard, bitch! Wenn wir die Verteidigung auch wieder online bringen, haben wir eine Chance! Geh durch den Atlas Tower! Meine Leute haben dort noch die Oberhand! Nice! Wie die Auf deinen Hintern auf!
Ist es ja. Danke. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Nee. Also es ist kein feuchter Furz, sondern es ist eine Leitungsexplosion. Weiß. Eine Feuerball. So ein Feuerball, Junge, ey. Müssen wir gegen Zero kämpfen? Maybe it's a Clone Trader. Maybe. Maybe, baby. Holy moly. Ah, da ist ein Sniper. Thank you. Oh, da liegt ein Holoband. Take it. Zero, sag mir, dass du was gefunden hast. Irgendwas? Spione suchen. Aber wir haben gar nichts. Hey, warte nach dir ab. Ja, ich weiß, dass er tot ist. Her damit. Der Typ muss mit Nase gerechnet haben. Seine Firewall ist der Hammer. Schlauer Zug. Man weiß nie, mit was für fiesen Netzwerken die Leute verbunden sind. Ich kenne einen, der ist mal mit einer Schrotflinte von Tenio ausgegangen und dem ist das Rad von der Achse gefault. Was? Das war kein Sinn. Hier oben soll noch ein Podcast sein. Mhm. Ja. Atlas hat mich belogen. Die Bastarde meinen Breeze, ich will Atlas gar nicht mehr. Atlas hat mich belogen. Ich mache mehr Gewinn, wenn ich die Organe deiner Angestellten verkaufe, statt deine Firma machen. Dabei haben sie nur ihre stehende Armee verflucht. Ach, den Klappstab, die hast du schon. Könnt ihr mal... Ich will... Atlas hat mich belogen. Ich will diesen Podcast hören, ihr Wichser. Sie würden mit der Kammertechnologie ein Paradies aus Promethea machen. Dabei haben sie nur ihre stehende Armee vervierfacht und sich mit der Crimson Lance eine weitere Feder angesteckt. Die Bastarde haben die Leute ausbluten und erbarmungslos schuften lassen. Irgendwann dachte ich mir, scheiß auf Atlas, ich muss hier weg. Das andere waren Klettrap-Parts, deswegen hat er gelabert. Ja. Gegnerz. Oh, Waffenkiste. Es ist Zeit zu kämpfen. Ach, no crap. Oh, wo sind sie? Ach, da. Bein fliegt ab, er fliegt in die Luft. Jesus. Bist du als du. Unten oder was? Ja. Ah ja. Ja, ich bin oben. Ja, ich komme immer runter.
IPA, Schweinebacke! Ein verwerteter Viecher. Keine Ahnung, ich höre erstmal eine Granate. Boom, macht das Dynamit! Das ist das Kommandoschiff! Bringt die Geschütze zum Laufen! Eigentlich so rum. Alter. Die Geschütze sind tot. Hast du einen Plan B? Oh, Kacke. Okay. Wir haben das Viper-Laufwerk im Orbitallaser gelassen, oder? Vielleicht hat er noch genug Saft, um das Kommandoschiff wegzupusten. Halte sie auf, während ich ihn in Gang setze. Reese-Bällchen. Die Zeit läuft, Reese.